So, hallo, wir machen weiter bei Sonic Chaos. Das letzte Mal haben wir alle Chaos Emeralds, um Gottes Willen, zurückbekommen. Also, 5 und der 6. den kriegen wir nicht. Jetzt muss ich nur kurz meinen. Hallo, Maus. Ich habe doch die Maus aufge. Naja, okay, ich darf jetzt nur nicht darüber in den Bereich gehen, sonst passieren Dinge. Load State. Okay, da bin ich, glaube ich, richtig. Bin ich da Ja, richtig? da Hoffe hast ich, du dich glaube ich. konfiguriert. Ich Das kriege sieht jetzt die gut Maus aus. da weg. Gesterben aus. Ist die Maus immer noch im Bild? Seht ihr das? Ja, bei mir ist sie im Jetzt ist Bild. sie Jetzt raus, nicht mehr. oder? Auch in der Aufnahme. Bei Ihr mir seht ist sie ja raus. das Ja. OBS-Fenster. Okay, dann passt das. Gut. Wo war denn Springen? Hier. Okay. Ja, jetzt können wir einfach durchlaufen. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch länger als ein Part dauert oder ob wir gleich durch sind. Denn ich Also glaube. rein theoretisch bräuchtest du nur einen, weil so lange geht's ja eigentlich nicht Ja, und mehr. die Level waren halt bisher nicht wirklich sehr. Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Was genau tut die Welle da oben? Auf der kannst du springen, wenn du richtig abspringst. Auf dieser Welle, die da oben so rumsaust. Ja, Soll das so? du musst halt nur ein bisschen Anlauf reinkriegen und dann kannst du auch da oben drauf rumspringen. Ach so, okay. Also normalerweise, das sieht gerade echt komisch aus mit dieser einen einzelnen Welle, der immer wieder vorbeisaust. Ich glaube, das soll ein bisschen anders aussehen. Ich bekomme es auch nicht immer hin, aber es geht. Ich verstehe. Na gut, wir gehen jetzt erstmal wieder hier hoch. Ringe müssen wir nicht mehr sammeln. Ja. Ah, okay. Das habe ich mir doch gedacht. Okay, dann gehen wir einfach hier weiter. Dann passt das. Jetzt kann ich auch das hier machen. Hurra. Ohne dass da irgendwelche. Ja. Okay, dann sind wir wieder unter Wasser. Oh, das sieht wahnsinnig komisch aus mit dem Geflacker. Ja. Ah, er läuft rückwärts. Lauf wieder vorwärts. Danke. Oh Gott. Sonic, Kann man da auch bitte. ertrinken in dem Spiel oder ist es einfach nur da, um dich zu verlangsamen ins Wasser? Oh, bestimmt kann Das man ist da auch. eigentlich da, um dich zu verlangsamen. Man kann nicht da trinken? Ich habe es nicht ausgetestet. Ich will es auch irgendwie nicht austesten. Okay. Aber ich glaube, du kannst da bei jedem Teil ersaufen, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Können wir ja testen. Wir müssen alles Ja, im wenn Let's ich Play gleich nochmal testen. Wasser habe, dann bleibe ich einfach mal kurz stehen und warte, bis es kommt. Das ist ja die Aquaplanet Zone. Ich denke mal, da kriegen wir Wasser. Und das ist das, was ich Ja. meinte. Die Level sind so wahnsinnig kurz. Es ist unfassbar. Deswegen denke ich Na, Sega mal, hat anscheinend keine Lust gehabt kriegen wir früher. das recht schnell. Naja, oder nicht mehr. Wobei. Das ist jetzt vom Master System, ne? Ja. Also da gab es ja dafür auch dann dieses Sonic 1, 2 und 3, das andere halt. War das länger oder war das auch so kurz? Ich glaube, die waren auch so kurz. Ah, okay. Aber die sollten wir auf jeden Fall. Ja, toll. Bei Gelegenheit auch nochmal spielen vielleicht. Mal gucken. Huch! Ja, wow. Wow. Ich habe nichts gemacht und habe das Level durch. Okay. Und deswegen will ich nämlich im nächsten Part dann einfach einmal nochmal mit Tails durch. Die Sachen, die wir mit Sonic nicht gespielt haben, spielen wir mit Tails nochmal und der Rest, mein Gott, das geht dann auch ganz flott, glaube ich. Jetzt kommt ein Bosskampf, ich bin gespannt. Machen wir dann einen Speedrun, oder? Ob der mich jetzt ein Ja. bisschen fordert. Ach komm, dann die Ringe kann man auch noch mitnehmen. Ja, Dann nehmen wir so sie viel halt zum Thema. nicht mit. Okay. Ich will. Das. Okay, wie komme ich da rüber? What the fuck? Ganz feste deine Level. Das ich wäre dafür, den Fahrzeug zu nennen. So. Oh, Ei. finally. Finally. So, was haben wir denn hier Hübsches? Das ist nicht der Boss. Noch nicht. Ich musste sie aber erst besiegen, na gut. Ach, guck.
Kannst du irgendwas? Er kann nach vorne schießen, ja. Ja. Ah, okay, er kann also nichts. Gut. Oh, wow. Gut, das, ja. Mhm. This was not even my final form, ja? Okay. Das ist aber ein langer Boss. Mehreren Phasen. Okay. Du musst das Unterteil abschießen. Ach, noch. Da komme ich noch. Ah. Ach so. Yay. Das war der letzte Hit. Ich verstehe. Mhm. Das war alles. Ich glaube, so schnell wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, da nochmal ranzuspringen, weil ich das irgendwie als zu hoch erachtet habe. Sehr schön. Die Bosse waren relativ einfach. So ist das. Electric Exone. Das ist die letzte Zone. Ach was, ja, dann fangen wir in dem Vorsicht, Platz an. Vorsicht, die ist auch richtig gemein. Okay, na dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für die Bahn. Mal schauen. Ich würde nämlich gerade sagen, wir haben gerade mal 5 Minuten. Vielleicht ist dann ja sogar dieser Part gleich, der mit Tails auch noch dazu, je nachdem wie lange das hier halt dauert. Aber wenn sie gemein ist, vielleicht fail ich ja ein bisschen. Das wäre schön. Pass mal halt auf, dass du nicht unten, ganz, ganz unten landest. Weil irgendwann hört bei dir auch mal dann der Boden auf und dann war's das gewesen. Ja, das ist normal. Oh. Da like zum Beispiel. Gut, aber jetzt brauchen wir auch nicht mehr Save States laden. Wir haben genug Leben und Continues und Gedönse. Ach so, da wo ich... ich verstehe. Das geht da, das hat da so ein Laserdings nach unten gehabt. Der hat am Boden erkannt, wo ich stehe. Voll die gute Technik. Hier, da sieht man jetzt wieder... Da sieht man wie... Hier sieht man gar nicht. Jetzt sieht man es nicht. Vorne hat man es gesehen, dass das unter mir immer geflackert hat, wo ich stand. Ja. Jetzt sieht man das nicht mehr. Na gut. Ich will da rein. Danke. Ich will da rein. Ich will da oben rein. Ja, wow. Ja, wie gesagt, die Zonen an sich sind nicht so lang. Ja. Da eignet sich das wirklich als Kurzprojekt sehr. Oh ja. Und das kann ich auch gleich sagen, weil schon gefragt wurde, nach Sonic Chaos möchte ich dann mit den 3D-Teilen, also mit den richtigen 3D-Teilen anfangen. Ich weiß, wir hätten noch Sonic R und so weiter, aber ich möchte jetzt erstmal tatsächlich mit, wie komme ich denn? Ach so. Mit Sachen wie Sonic Adventure 1 und Sonic Adventure 2 Battle weitermachen. Denn erstens kenne ich die und zweitens sind das dann längere Projekte. Und ich brauche im Moment langes Zeug zum Aufnehmen, damit ich was habe. Und mir nicht zu viel Stress da machen muss. Gibst du wieder einen Gast dabei oder machst du es alleine? Nee, das mache ich alleine, denke ich. Colin mag nicht. Oh, wow. Ich wollte mal gucken, ob man dieses... Wie langsam man sein kann. Wie 889. Womit wird das denn berechnet? Ich dachte, das ist die Geschwindigkeit, mit der ich durch das Ziel renne. Anscheinend nicht. Habe ich auch nie verstanden. Ist das eine Random-Zahl? Ich dachte halt, das ist vielleicht so einfach so ein Gag, so schnell bist du durch die Zielflagge gerannt, aber nö. Ja, der Endboss, der ist schon ein bisschen gemein, von daher. So gemein wie die Stages gerade? Ups. Nein, gemeiner. No. Weil die Stages waren jetzt ja nicht so gemein. Ich bin zweimal runtergefallen, aber das war ja eigene Blödheit. Vorsicht, nicht springen vergessen. Genau. Hatte ich nicht vor. Oh, ich habe aber noch keine Ringe. Ich will Ringe. Sonst sterbe ich ja sofort beim ersten Hit. Gib Ringe, please. Ja. du kannst dir ja den Boss schon mal angucken, wie der wird, und dann kannst du das ja immer noch. Okay, es gibt keine Ringe, das heißt, man hat... Okay, alles. Na doch, klar. Es gibt Ringe. Du kannst, glaube ich, ein paar einsammeln. Du musst aber durch den Tunnel da. Ah. Ja, also Ringe wären hier, glaube ich, ganz gut. Mhm. Yep, das...
Okay. Ach, hier oben. Genau. Oh, ja. Ja, nee, nee, nicht. So. Ah, das sind ja nicht gerade wenige. Sehr schön. Weil wenn du getroffen wirst, verlierst du eh nur zwei Ringe oder sowas, dann hat es schon wieder vorbei. Setze ich jetzt aber trotzdem mal kurz einen Save, einfach damit wir da nicht immer wieder neu hinlaufen müssen und den Quatsch machen müssen. Denn das wäre ja doof. So. Ach, Maus, geh sterben. Danke. Doink. Das kann doch nicht allzu schwierig sein hier. Außer er macht dann noch mehr. Ach. Na, jetzt. Also bei irgendeinem höre ich jetzt doch Musik. Nee, bei mir ist keine Musik mehr und ich höre aber bei Chosen auch keine. Also, oder meinst du die Musik vom Spiel? Dann könnte es natürlich bei mir sein. Nee, im Hintergrund höre ich irgendwelche Musik, aber ich kann nicht zuordnen, von wem das jetzt kommt. Dann ist es bei dir, weil ich höre bei Chosen nichts. Bei mir ist alles ruhig. Bei mir ist keine Musik mehr. Das müsste von mir kommen. Wenn das Klavier ist, dann kommt es hier von nebenan. Ach, interessant. Das kann sein. Ah gut, vielleicht höre ich es deswegen nicht, weil ich ja hier andere Musik... Ach, jetzt habe ich doch gespielt. Wow, ja. Dafür habe ich ein State gesetzt. Dass ich es dann doch nochmal durchlaufe. Hat ja nicht lange gedauert. Also ich sollte mich hier nicht einengen lassen. Nee. Sagt er und ließ sich einengen. Ich hab den Ring. Danke. Oh, ich habe den Ring doch nicht eingesammelt. Ich dachte, ich habe den Ring eingesammelt. Na gut. Na gut. Damit der Part länger wird, laufen wir dann halt doch den Anfang immer wieder neu ab. Bringt eigentlich auch gar nichts, hier alle 40 Ringe einzusammeln. Eigentlich reichen 10. Gehen eh nur 5 raus. Na komm schon, Eggy. Nein, was tue ich denn? Jetzt aber Ring, so. Wie viele jetzt hat denn der Junge? Ein paar auf jeden Fall. Gib den Ring. Gib den Ring. Ist durchgerollt. Ihr könnt euch einfach durch den Ring rollen und ihn nicht einsammeln. Vor allem, das muss ein sehr, sehr großer Ring sein, wenn man da durchrollen kann. Stimmt, so kann man das sogar noch erklären. Der ist halt genau durchgerollt. So realistisch war das damals schon. Oh, jedes Mal vielleicht auch. Ja. So realistisch, dass der Hohlraum, was heißt der Hohlraum, der innere Kreis, ach, die leere innere Kreisfläche, die wurde beachtet. Ach, komm schon. Oder wenn Sonic rollt, hat er keine Hände frei, um die Ringe zu holen. Ah, ja, natürlich. Aber sonst sammelt er ihn ja auch ein, wenn er rollt. Wie jetzt zum Beispiel. Wir hatten es doch erst von der Hitbox, ne? Yep. Die ist hier in der Tat richtig. Die ist hier in der Tat richtig strange. Okay, dann haben wir doch einen Part für Sonic. Sehr schön. Oh, und mit Tails darf ich den Boss dann nochmal machen. Ich glaube, wir spielen doch nicht mit Tails. Nein. So. Also ich sagte so viel, der Endboss hat 2 Phasen, wobei die zweite Phase auch wieder nur ein einziges Mal getroffen werden muss. Spoiler! Ich dachte, ich warne dich vor. Aber dann ist es auch egal, wie viele Ringe du hast, weil ja, wenn du dann getroffen wirst, bist du gleich hinüber. Ja gut, dann haben wir ja beide nur diesen einen Hit. Noch übrig. Ach, komm schon. Deswegen sag ich doch, der ist gemein. Jupp. I agree. Gib den...
Oh. Da steht noch so demonstrativ auf dem Ring drauf. Oh oh. Oh oh. Yeah. Na. So. Go. Komm ich jetzt einmal? Ah, wow. Komm ich sogar. Okay, mache ich auch Schaden, wenn ich gegen ihn rolle? Wahrscheinlich nicht. Oh, shit. Das war ein klassisches Fail. Okay. Nein, was machst du da? Ich glaube, ich muss schon richtig auf ihn drauf. Sieht nicht so effektiv aus, wenn du davon gegen rollst. Nee, irgendwie... Aha. Irgendwie nicht. Gut. Nicht gut. Gut. Oh, er kann auch springen. Mhm. Okay. Es ist okay, solange ich an den Ring wieder rankomme. Danke. Dankeschön. Yay! Juhu! Denkt ja, dran, tschüss. Jetzt. Ne? Yep. Beide haben einen Hit. Oh. Aha. Ich verstehe. Da würde er nochmal. Da muss ich dann auf ihn drauf oder er erwischt mich. Genau. Hey. Ha. Nein! Okay. Solange ich ihn immer wieder sammeln kann, ist ja alles gut. Dann ist mir das völlig egal. Aber es sieht lustig aus. Ja. Das glaube ich. Nein! Nicht auf dem Ring. Nicht auf dem Ring umwurschteln, danke. Oh, come on. Geh vom Ring runter. Danke. Ja, sag mal. Dankeschön. Na gut, dann geh halt einmal darüber und dann springe ich einmal. Und dann. Oder auch nicht. Und dann. Und ich fail nochmal. Okay, zu Wald springen ist auch nicht cool. Gut, das muss ein bisschen getimed werden. I see. Wenn es weitergeht, brauchen wir echt noch ein Continuum. Ja. Nein. Aber stimmt, hast recht. Ja. Dann haben wir das auch mal gezeigt. Alles nur fürs Let's Play. Nein, gib mir den. Okay. Zum Glück geht der eine einzelne Ring, wenn man ihn verliert, immer nach oben weg. Würde das random sein und er würde irgendwie mal nach... links abhauen und ich stehe da rechts. Ja, andersrum. Aber er geht nach oben, das heißt, ich kriege ihn dann meistens auch wieder. Das ist sehr gut. Da ist eigentlich echt egal, wie oft er mich trifft. Aber den ohne Hit würde ich auch nicht machen wollen. Das ist nicht cool. Nee. Weil, diese Dinger da außenrum, die sind schon dezent doof. Diese kleinen hässlichen Laser, ja. Ah. So, jetzt stirb! Danke. Jetzt brauche ich den Ring auch nicht mehr. Wie die Ringe dann mal komplett nutzlos sind, das ist lustig. Tschüss. Yay! Easy. Oh. Ja, genau. Yay! Und das ist der letzte Emerald. Schön! The last Emerald is our.
Cast. Und das Ende vom Spiel ist, Sonic ist in einem Emerald gefangen. Nein! Ich finde aber die Melodie echt schön. Nicht mal drauf hören. Ja, dann hör mal drauf. Oh, die Farbe ändert sich vom Emerald. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, warum sie damals nur die 6 Emeralds hatten, statt den 7. Der erste jo. Sonic hatte doch auch nur 6 Emeralds, oder? Mhm. Also auch der am Sega-Dings. Ja. Ja, da haben sie halt noch nicht weiter gewurstelt. Dann haben sie wahrscheinlich Dragon Ball gelesen und haben sie gedacht, Moment, 6 ist eine dumme Zahl. 7 Dragon ja, Balls, 7 Emeralds. Läuft. Ich weiß auch nicht, warum sie auf 7 gewechselt sind. Vor allem, die haben mittendrin dann irgendwann mal gesagt, ach, scheiß, hauen wir halt noch ihn drauf. Sind's halt 7 statt 6. Naja, es ist schwierig in 6 Stages. Nee, andersrum. Das wollte ich jetzt... Andersrum wäre es doof. Wenn es von Anfang an nur 6 Stages geben würde und sie würden 7 Emeralds machen, dann wäre es okay, wenn man versteht, sie machen 6 Emeralds wegen 6 Stages, aber das war ja nicht so. Es war ja andersrum, es ist ja einer mehr geworden. Weil sie mehr Stages machen wollten. Vielleicht so. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Könnte tatsächlich sein, dass sie gesagt haben, hey, wir müssen mehr, aber dann... Ja, dann war es ja auch total Käse, das so zu machen, dass du in jeder einzelnen Zone schon 2 Emeralds kriegen konntest. Das ist ja auch Schwachsinn. Ja, ich wollte gerade sagen, damit hat eigentlich mit der Anzahl der Zonen, der hat ja eigentlich gar nichts zu tun. Eben. Oh, Chosen ist raus. Lese ich gerade. Oh, hat er geschrieben? Ja. Ja gut, wir sind ja eben im Part so gut wie am Ende. Eiskalt draußen lassen. Ach so, muss er wieder rein? Ja. Aber was kann ich denn da tun? Er kann doch einfach annehmen, oder? Weiß ich nicht. Ich kann eigentlich da gar nicht. Er muss nur reinkommen. Der Anruf besteht ja. Da kann ich gar nichts machen. Ich kann halt die BÜ neu machen, das kann ich, aber... Oh, jetzt war die Maus wieder im Bild. Mein Gott. Ja, das mit der Maus ist Scheibenkleister. Thanks to and you. Aha. Ja, das sollte jetzt auf den letzten von den Credits. Ja, ja, ich weiß, die haben alle aufgezählt. Thanks to bla 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 und dann am Ende and you. Ja, genau. Ende. Also ich habe ihn jetzt mal geschrieben, ob er annehmen kann, aber bis jetzt kam noch nichts. Ah, und da sind wir wieder am Anfang. Und hier genau. Sieht man jetzt nochmal, dass er den letzten Emerald klaut. Ja, okay. Ja. Manchmal ist es halt doch gut, das Intro zu gucken. Ach, und da kommt Tails hinterher. Ja. Ja, kleines Preview nicht, auf das nächste Mal. Nächstes Mal spielen wir Tails in einem Part wahrscheinlich. Kriegen wir das alles durch. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. macht nichts. Aber ich glaube, das war auch das erste Sonic-Game, wo man Tails spielen konnte. Ich bin mir aber nicht sicher. Das weiß ich jetzt auch nicht. Konnte man ihn nicht in Sonic 1 schon spielen? Mhm. Also auf Sega ging es jedenfalls noch nicht. Da gab es nur Sonic. Okay. Ja gut, wie gesagt, nächstes Mal dann Tails. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bye.